Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Server einrichten. Ganz kurzes Vorwort zu diesem Video hier jetzt speziell, und zwar werden wir heute einen TeamSpeak Server einrichten. Der Server dazu wird uns von HK Hosting gestellt, da könnt ihr aber auch direkt schon fertig eingerichtete TeamSpeak Server mieten und mit Slotzahl und allem drum und dran. Das heißt, einfach mal dort schauen, vielleicht habt ihr ja dort noch vielleicht eine bessere Alternative oder sowas. Aber man kann das natürlich auch auf seinem eigenen Server einrichten, den kann man natürlich auch dort mieten. Und falls es irgendwie im Hintergrund zu irgendwas anderem laufen soll, dann würden wir das, oder dann könnt ihr das einfach super da drauf machen. Also zum Beispiel eine Webseite hosten, TeamSpeak-Server hosten, alles auf einem Server, kein Problem. Dazu braucht ihr natürlich dann einen richtigen Server. Und das machen wir heute. So, Vorbedingung ist natürlich, wir brauchen als erstes mal unsere wunderbare TeamSpeak-Datei. Das heißt, als erstes mal auf teamspeak.de Download gehen und dort halt unter den aktuellen Downloads gucken, dass ihr auch wirklich den Client für 64-Bit für den Server runterladet. Das ist ganz wichtig, nicht den Client hier, sondern mit dem könnt ihr nur auf den Server nachher verbinden aber und damit reden und so weiter. Aber der Server muss natürlich auch arbeiten und das machen wir heute. Okay, dann werden wir diese Datei als erstes mal übertragen. Dazu habe ich schon mal dieses Kommando hier gemacht, weil es dauert eine Weile, bis diese Datei erstmal runtergeladen ist. Ihr seht, ich habe sie auch schon runtergeladen und bis sie übertragen ist. Dazu einfach user @ eure IP-Adresse oder wie euer User halt auch immer heißt, in sein Home-Verzeichnis kopieren und fertig. So, wenn wir das haben, dann haben wir die Datei in unserem LAS, genau. LS meine ich natürlich. Dann haben wir natürlich hier diese TeamSpeak 3 Tarball-Datei hier drin rumfahren. Und jetzt wollen wir die verarbeiten. Dazu packen wir erstmal einen neuen User. Also wir wollen als erstes mal, dass das Ganze nicht immer als Root ausgeführt wird, sondern wir wollen das Ganze vielleicht als TeamSpeak-User ausführen, damit, wenn eine Schwachstelle in TeamSpeak ist, ein Angreifer nicht sofort eure vollen Systemressourcen angreifen kann, sondern eben nur das, was der TeamSpeak-User darf. Und der darf im Endeffekt nichts außer TeamSpeak. Das heißt, ihr habt da schon relativ viel in der Hand. Dazu machen wir einfach Add User, nennen den von mir aus TeamSpeak, TeamSpeakerl oder sowas und sagen minus, minus, ich habe schon User angelegt, ich bin ehrlich, und sage hier, ich wollte das Ganze natürlich auch vorher austesten und bei mir auf dem Server kann ich das nicht machen. Okay, wir sagen, es ist ein System-User, deswegen dieses minus minus System hier, und wir sagen, wir kreieren ihm ein Home-Verzeichnis, und zwar in User, Local, Binary und dann TeamSpeak, TeamSpeak 3 minus Server, Bodenstrich, Linux, Bodenstrich, AMD64, weil wir hier eben 64-Bit haben, plus minus minus Disabled minus Login. So, das ist wichtig, dass ihr das macht. Es existiert bereits alles, deswegen passiert bei mir nichts. Bei euch sollte da ein bisschen was anderes stehen, und zwar, dass der User angelegt wurde, dass er jetzt ein System-User ist und dass das Verzeichnis kreiert wurde. Das ist eigentlich so der Standard und das ist auch wunderbar so. Okay, jetzt sind wir immer noch Root-User, das ist ganz gut so. Jetzt wollen wir diese Datei einfach kurz in unser Temp-Verzeichnis übertragen, und dazu schreiben wir einfach ein Move, TeamSpeak, bla bla bla, und zwar nach jetzt muss ich kurz spickeln, wo ich die überhaupt hinhaben möchte. Richtig, ich habe das im Temp-Verzeichnis gemacht. Temp slash, wobei, einfach nur nach Temp übertragen. So, und dann gehen wir nach Temp, also in unser temporäres Verzeichnis. Da ist es jetzt drin. Ihr habt gesehen, ich habe hier schon ein bisschen andere Sachen noch ausprobiert mit diesem Server logischerweise. Und was wir jetzt machen werden, ist, wir wollen es natürlich erstmal entpacken. Aber ab hier wollen wir alles nur noch als TeamSpeak-User machen. Das heißt, wir loggen uns jetzt um sozusagen als TeamSpeak-User. Sudo su TeamSpeak macht uns zum TeamSpeak-User und gibt uns eine Shell. Und meine Lieblingsshell ist normalerweise eigentlich die Bash. Und jetzt haben wir sozusagen das hier. Perfekt. Was wir jetzt machen können, ist, wir wollen unseren Tarball hier entpacken. Und das ist eben dieses Ding hier, beziehungsweise das hier. Das heißt, wir wollen entpacken, also sagen wir tar minus xjf zum Entpacken und dann eben dieses TeamSpeak-Dingens da. So, und jetzt wird entpackt. Perfekt, jetzt finden wir hier einen Ordner, TeamSpeak 3 Server Linux AMD64. Das heißt, wir können unser Verzeichnis, beziehungsweise was heißt Verzeichnis, unser Tarball-Dingens hier, also quasi den Download, können wir wegschmeißen. Minus 3, genau. Okay, ja bitte.
Ach so, richtig, klar, der Root-User hat das rüber kopiert, deswegen dürfen wir das jetzt nicht entfernen. Ist aber auch nicht wirklich wichtig. Das heißt, wir lassen den jetzt einfach mal drin. Okay, so, was wir jetzt machen, ist im Prinzip nicht mehr so viel. Ups, da wollte ich natürlich noch nicht hin. Wir haben das Ding ja noch nicht mal übertragen. Und zwar wollen wir das Ganze natürlich auch noch verschieben. Deswegen sagen wir hier move minus rekursiv, also alle Unterverzeichnisse. Und zwar wollen wir das komplette Verzeichnis TeamSpeak, TeamSpeak, genau das da, wollen wir verschieben nach unserem Home-Verzeichnis, also User Local Binary. Und ihr seht, wir haben genau dieses Home-Verzeichnis vorhin erstellt. Also wir sagen the Home Directory oder dieses Home-Verzeichnis User Local Bin TeamSpeak 3 minus Server -Linux -AMD64. Das ist genau hier in User Local Bin und das können wir hier komplett reinschieben. Ups, ich meinte natürlich nicht move, ich meinte copy. Kopieren wir einfach komplett da rein. Jetzt haben wir hier alles drin, was wir brauchen. Und das heißt, wir können jetzt eigentlich in unser Home-Verzeichnis gehen, was ja eigentlich ein Verzeichnis ist, was für komplette ausführbare Dateien gedacht ist. So, also wenn ich hier dieses Home eingebe, cd home, dann ist es natürlich hier, dann sehen wir hier auch diese kompletten Sachen. Alles, was wir brauchen, ist da. Wir können den TS3-Server starten. Wir haben hier aber auch nochmal ein Run-Script und wir haben ein Start-Script. Und wir haben noch einige andere Informationen. Was wir jetzt als erstes machen wollen, ist, wir wollen uns die Konfiguration mal wieder angucken. Und das heißt, wir wollen ./ts3-server create ini-file gleich 1. Create ini-file gleich 1. Habe ich es richtig geschrieben? Ja, ich glaube schon. So, es kommen ein paar Fehlermeldungen, ist kein Problem. Wir wollen eigentlich nur die ini-File haben und da sehen wir es eigentlich auch schon, alles was wir brauchen. Die ts3server.ini ist die neue Datei, die können wir uns einfach mal kurz angucken. ts3server.ini. So, und hier sehen wir jetzt einige Sachen, die kann man aber eigentlich so lassen. Ich möchte sie euch nur kurz erwähnen und zwar diese query-ip-whitelist.txt und die query-ip-blacklist.txt, da kann man IPs tatsächlich black und whitelisten, das heißt, man kann reinschreiben, es dürfen nur diese IPs rein, das ist die Whitelist, oder es dürfen diese IPs eben nicht rein. Und ja, die kann man nach Bedarf nutzen, wenn man möchte. Alles andere könnt ihr machen, wie ihr wollt. Was ihr aber nur unter oder bedingt ändern solltet, ist diese DB-Connections, denn das kann wirklich zu Bandbreitenverbrauch, also wirklich aus auch richtig viel Performance eigentlich kosten. Deswegen würde ich das nicht ändern. Ich würde hier tatsächlich einfach alles so lassen, wie es ist. Jetzt gehen wir wieder raus und kreieren natürlich noch diese beiden Dateien, die wir gerade gehabt haben. Und zwar, wir kreieren sie einfach kurz mit Touch. Wir brauchen nichts reinschreiben oder sowas. Query-ip-blacklist.txt und die query-ip-whitelist.txt. So, hoffen wir, dass ich sie beide richtig geschrieben habe. Ansonsten wissen wir nachher nicht, warum es nicht funktioniert. Gut, wenn wir den Server jetzt zum ersten Mal starten wollen, dann passiert folgendes. ./teamspeak. Ja, wenn man TeamSpeak eingeben möchte, findet man rein gar nichts, weil die ganzen Sachen TS3 heißen. TS3 Server-Start-Script.sh. So, und jetzt sagen wir ihm natürlich, wir wollen das Ganze mit unserer ini-File machen, das heißt starten. Ini-File ist gleich, Achtung, kein Leerzeichen zwischendrin, sonst erkennt das nicht mehr richtig. TS3-Server.ini. Okay, das heißt, wir haben jetzt eigentlich alles, was wir wollen. Wir können ihn starten und wir haben hier folgendes. So, jetzt sehen wir hier, Server-Admin ist der Login-Name und das Passwort ist das hier. Das seht ihr natürlich jetzt im Klartext. Keine Sorge, ich werde das wieder zumachen. Diese Tokens hier, die sind auch nicht gerade unwichtig. Die findet ihr im Notfall in der TS3-Server. -1-log-Datei, wenn ich sie irgendwann mal verlieren sollte, beziehungsweise ich glaube, die werden auch regelmäßig neu erstellt. So, jetzt müssen wir den Server natürlich die ganze Zeit hier offen lassen, können uns aber hier tatsächlich schon einloggen und zwar verbinden als, jetzt müssen wir nachgucken, Server-Admin und das Passwort ist logischerweise das hier, einfach rauskopieren.
So, und jetzt müssen wir natürlich noch unsere IP hier oben angeben. Jetzt muss ich ganz kurz gucken. So, wenn ihr jetzt keine Firewall aktiv habt bei euch, dann funktioniert das Ganze schon. Bei uns funktioniert es logischerweise nicht, weil wir hier, naja, eine Firewall aktiv haben. Und dazu müsst ihr euch jetzt folgendes, STRG-C beendet das Ganze übrigens. Dazu müssen wir jetzt ein paar Ports freigeben. Das sind tatsächlich einige. UFW allow 9987, das ist der Default-Port. Dann File Transfer, ja klar, ich bin kein Root, ich weiß, ich habe es gerade gemerkt. Sudo su, der hat kein Root-Passwort. So, jetzt sind wir wieder Root. Okay, wir müssen also folgende Ports freigeben. UFW allow 9987, das ist der Standard-Port für UDP-Connections. Dann brauchen wir für File Transfer, also man kann ja auch Dateien hochladen auf Teamspeak, wenn man möchte, wenn ihr das braucht, nur dann würde ich den Port freigeben. Das ist der hier. Dann brauchen wir Server Queries, das ist der Port 10.011. Dann Weblist Port ist der Port 2010. Und dann sind es noch zwei. TSDNS, falls ihr das braucht, ist der Port 41.144 und der Accounting Port, was auch immer das ist, ist 2008. Die habe ich jetzt einfach mal alle freigegeben. Ihr solltet euch überlegen, welche ihr davon benutzt. Normalerweise reicht es, wenn man 9987 freigibt. Manchmal kann auch so ein Port gesperrt sein vom Provider, da müsst ihr dann nachgucken, wenn ihr hier irgendwie Schwierigkeiten habt. Und ansonsten war es das eigentlich, glaube ich. So, und wenn ich mich jetzt einlogge, dann passiert das. Ich bin nämlich jetzt ein Server-Admin und ihr seht, ich rede hier auch gerade im TS, was aber eigentlich nicht wirklich relevant ist. Berechtigungsschlüssel. Ja, jetzt wird's interessant und das ist nämlich dieses Token hier oben. Das kopiere ich jetzt einfach mal und das ist dann okay. So, und das war's tatsächlich. Jetzt bin ich Admin, jetzt kann ich hier alles Mögliche machen. Ich kann hier Dateibrowser öffnen, ich kann Channel editieren, ich kann Subchannel erstellen und so weiter und so fort. Was ich nicht gemacht habe, ist, ich habe jetzt, wenn ich mich hier auslogge, dann passiert eigentlich wieder Folgendes, der Channel wird einfach gequittet, das heißt, es existiert nicht mehr. Das heißt, wenn ich mich hier aus meiner Konsole auslogge, ist die Sitzung sozusagen fertig und alle Prozesse werden beendet. Das will man natürlich für einen Teamspeak-Server eigentlich nicht haben und deswegen erstellt man sich normalerweise einen Dienst für diesen Teamspeak-Server. Und dieser Dienst, der liegt an folgender Stelle. Wir werden jetzt erstmal hier uns wieder als anderer Nutzer einloggen, als Teamspeak-Nutzer. So. Der liegt an der Stelle, jetzt gehen wir da erstmal hin, und zwar in etc init, init.d. So, hier wollen wir jetzt was erstellen, und zwar eine, achso, wir haben kein gedit, klar, eine Datei mit wem am besten, namens ts3 server. So, und die ist natürlich komplett leer, weil sie davor nicht existiert hat. Oben schreiben wir als erstes mal Ich weiß. Als erstes mal I drücken, damit wir was einfügen können. Hier wollen wir erstmal hinschreiben, dass wir bin sh, also quasi wir sind, wir schreiben ein Shell-Script und dann eine relativ lange Liste an Dingen, die man eintragen muss, Variablen und so weiter und so fort. Ich würde einfach nur ganz kurz sagen, wo ich dieses wunderbare Skript her habe. Das ist nämlich echt mächtig. Und das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, diese Seite. Da könnt ihr es einfach her kopieren. Das ist auf wiki.ubuntu-user/teamspeak-server. Und da einfach diesen kompletten Kram hier unten kopieren. Ups, das war zu viel. So. Und dann einfügen hier, hier einfügen. Bam und fertig. Weil ich habe so meine Zweifel, dass ihr wirklich Bock habt, irgendwie 100 Zeilen oder ja 102 Zeilen von Hand abzutippen. Wie gesagt, wiki.ubuntuusers.de/teamspeak-server und dann hier unten dieses Skript als init. Okay, und dann einfach wieder raus. Achso, ja, natürlich, dazu müssen wir tatsächlich Root-User sein. Das heißt, wir machen das Ganze nochmal Exit. Und dann sagen wir Vim TS3 Server. Dazu müssen wir tatsächlich Root User sein, sorry. Okay, und dann wieder zurück.
speichern. So, jetzt sind wir hiermit fertig. Jetzt müssen wir das Skript noch ausführbar machen. Sudo, das funktioniert übrigens mit jedem Skript, das ihr irgendwie mal in Autostart legen wollt und als Service starten wollt. Das könnt ihr hier einfach in init.d reinschreiben. Dann wird es automatisch mit eurem System gestartet. Wir machen das Ding jetzt noch ausführbar, TS3-Server. So, und jetzt müssen wir das Ganze noch eintragen. Das bedeutet, wir sagen hier drin sudo update-rc.d. Das ist der Service quasi zum Autostarten. TS3-Server ist das Ding, was wir starten wollen. Defaults 8010. Okay. Ja, okay. Wunderbar, ich bin heute wirklich verpeilt. Es tut mir furchtbar leid. Das Skript haben wir mit dem Root-User erstellt, aber da hat es mich aus dem Verzeichnis rausgehauen und mich wieder ins Temp-Verzeichnis reingeschmissen. Was natürlich nicht der Plan war. Ich wollte das Skript natürlich eigentlich in etc-init.d erstellen. Das heißt, wir moven das Ding jetzt einfach nach init.d und probieren es dann einfach nochmal. Also, das hier. So. Und jetzt wird der TS3-Server automatisch für euch erstellt, jedes Mal, wenn ihr ihn hochfahrt. Und wie gesagt, aus den, ich bin jetzt nochmal kurz ins Verzeichnis gegangen, CD, User, Local, Binary, Teamspeak 3-Server, Linux, AMD. So, und da werden wir jetzt noch kurz in die Logs reingucken und dort mal kurz gucken, was wir hier so haben. Und jetzt sehen wir hier, okay, das sind diese ganzen Logs hier. Das heißt, wenn wir hier einfach zum Beispiel cutten, den letzten oder den neuesten, dann ist es der hier, -1, theoretisch TS3, Server 14, -20, -1.log. Und dann sehen wir hier unser Token. Das heißt, wenn ihr jemals euer Token nicht mehr findet, dann loggt euch einfach kurz auf euren Server ein und dann habt ihr hier euer Token und ja, dann seid ihr sozusagen wieder in der Lage, euren Admin zu holen. Wunderbar, das ist es eigentlich relativ einfach und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit eurem eigenen Teamspeak-Server, aber bitte behaltet im Kopf, dass nur bis 32 Slots wirklich kostenlos ist, danach braucht man eine Lizenz und für diese Lizenz müsst ihr erstmal dem Support schreiben bzw. eine kaufen, je nachdem, was ihr haben wollt. Okay, dann macht's mal gut und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!